herzlich willkommen bei mir. Ja, mein Name ist Corrie und ich war heute ein wenig für Ostern, Frühling, ich denke hauptsächlich Ostern shoppen. Ich denke, wir fangen bei den Sachen von der DM an. Da habe ich zwei Päckchen von diesen tollen Häschennudeln geholt. Ich finde die richtig süß. Dann habe ich dort einen Schokololli geholt in Osterhasenform. Und eine Tafel Frühlingsschokolade Joghurt-Beeren-Mix. Dann war ich im Woolworths. Dort habe ich für 1 Euro Toffees, Popcorn und Co. ein Rezeptbüchlein. Bin ich mal ganz gespannt. Ja, ansonsten war ich im Teddy. Moment. Da habe ich Bastelsets für 1 Euro geholt. Bin ich mal gespannt, ob ich die alleine bastel oder ob mir Junior hilft. Dann dieses Bastelset und dieses Bastelset. Ansonsten habe ich mir Servietten für Ostern geholt. So. Eins, zwei Sachen kann ich euch leider nicht zeigen, denn die kommen in unser Osterwanderpaket für die Leila als Überraschung, deswegen kann ich die jetzt hier heute nicht zeigen. Aber die kann ich euch noch zeigen. Ich habe mir so Osterküken geholt, die finde ich immer ganz goldig. Dann habe ich mir für 1 Euro einen Porzellan-Osterhasen geholt. Ist der nicht süß? Ich finde den goldig. Und noch einen Osterhasen mit Happy Easter. Der hat 2,55 gekostet. Ja, das war dann eigentlich auch schon mein Osterhaul. Klein, aber fein. Und ganz ehrlich, ich bin stolz auf meine Ausbeute. Vor allen Dingen, dass ich nicht das komplette Geld ausgegeben habe, was ich mir eigentlich dafür mitgenommen habe. So, als nächstes, denke ich, wird dann ein Video kommen, wo ich euch zeige, entweder nehme ich euch beim Basteln mit, das weiß ich noch nicht, oder ich zeige euch einfach meine Wohnung, wie ich sie dekoriert habe. Als Special-Video, weil meine normalen Videos mittwochs und samstags, die laufen ganz normal weiter. Und die Ostersachen werde ich als Special-Videos zwischen reinhauen. Okay, das war's dann von mir. Für alle, die es noch nicht gemacht haben, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Natürlich auch ein Like und ein Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ist allerdings alles freiwillig. Ja, und es kostet nichts. Mir würde es auf jeden Fall helfen, wenn ihr abonnieren würdet. Denn wenn meine Community größer wird, wird auch meine Reichweite größer. Ich werde besser gesehen und es könnte vielleicht auch andere, die das interessiert, was ich hier mache, können das dann sehen. Okay. Tschüssi, eure Corrie.